Viele haben sich natürlich gefragt, was war denn das in der letzten Woche für ein schlimmes Teil, was Ernst August da bei Bangkok durch das Wasser gezogen hat. Aber, hallo, um Gottes Willen, das ist nicht bei uns, das ist bei Ihnen zu Hause, meine Damen und Herren. Ihr Bildschirm ist eingefroren. Ja, Ihr Bildschirm ist eingefroren, aber das macht nichts. Drücken Sie mal bitte mit der ganzen Hand auf Ihre Fernbedienung. So, ist wieder weg. Na, das ist unser Service beim Ersten. Ja, natürlich. Das ist eine gute Bewegung, aber nachher kommt eine Bewegung, die ist so. Von einem hohen CSU. Sagt man noch CSU oder sagt man böse Onkels? Man sagt noch CSU. Da kommt nachher super, super Ding vom CSU-Mann. Wenn Sie sagen, der blöde Schmidt, das dumme Schweine, könnte ich noch nie leiden, haben Sie zum einen recht, ja, aber das war kein Witz, dass Ihnen der Bildschirm eingefroren ist. Haben Sie schon vergessen, was vor wenigen Tagen los war? Haben Sie schon vergessen bei der Neujahrsansprache von unserem Horst Köhler? Hä? Wir brauchen das Verständnis dafür, dass Geld den Menschen dienen muss und sie nicht beherrschen darf. Ich verlange Einkehr von den Verantwortlichen. Ja, also. Aber wir reden hier nicht nur, wir tun etwas. Unser Mitarbeiter Pierre M. Krause, meine Damen und Herren, möchte die abschmelzenden Polkappen ausgleichen und er möchte etwas Wirkungsvolles tun gegen den steigenden Wasserspiegel. Und wenn Pierre M. Krause anruft, dann wissen Sie, er ist immer im Dienst an der Umwelt richtig. Guten Tag, Krause mein Name. Bin ich bei Ihnen richtig? Sie sind die Firma, die große Eiswürfel und Skulpturen aus Eis herstellt. Das ist richtig. Ich würde gerne einen Eiswürfel bestellen, einen sehr, sehr großen Eiswürfel. Also sehr groß. Also so groß wie die Antarktis. Korrigieren Sie mich, da wo jetzt die echte Antarktis ist. Ja, die ist ja nicht mehr lange da. Ja, die ist nicht mehr lange da. Genau. Soll eine künstliche hingesetzt werden. Genau, genau. Aus Eis wieder. Ist das machbar? Nennen Sie mal einen Termin. Wann soll das wo stehen? Also bis Ende des Jahrhunderts wäre gut. Bin ich bei Ihnen richtig? Sie verkaufen Gummistiefel. Ja. Ganz wichtig ist eine Mindesthöhe von 20 Zentimetern, also mindestens... Schafthöhe. Genau. Und die Menge wären 150 Millionen Paar. Bitte? 150 Millionen Paar. Paar, genau. Sie wissen schon, dass wir Einzelhändler sind, ne? Ach so. Na gut, ist es vielleicht dann möglich, einen besonders großen Gummistiefel in der Größe von Bangladesch zu bestellen? Dann könnten wir es ja so machen.